Jawohl. Jawohl, ja, sagt er. Der hat Flöhe, sehe ich doch. Hallo. Ach, hier, der leuchtet ja überall, der arme Hund. Ja. Das stimmt leider. Tja, der arme. Jetzt draußen hat er auch magmafizierte Organe. Ah, antivirale Substanz. Gut. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass er operiert werden muss, ne? Bam. Gott, ist das laut. Entschuldigung. Schau, mein Hund. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt hat noch Spaß, aber... Kurz, muss kurz meinen Hund streicheln. Könnt ihr euch mal alle jetzt hier raus? Das ist mein Büro, wollte ich fast sagen. So, der, wer, in dieser Tierklinik sieht es wirklich toll aus, sagt sie. Moment, hast du gerade meinen Hund geschimpft? Ginger hat sich vorher noch nie so benommen. Ich hatte gehofft, dass wir das überlegen, aber es ist schlimmer geworden. Ja, wo ist denn der Hund? Guter Hund. Guter Hund. Wenn er jetzt mit dem Thermometer schreibt, will ich nicht wissen, wo der Stift... Ihhh. Wieso ist die Farbe so braun? Oh, da wäre ein Hund. Oh. Oh. Wieso muss ich immer Katzen? Katzen müssen jetzt noch meine Angestellten machen. Machen wir so. Komm, wir machen hier. Ich habe jetzt keinen Bock, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel jetzt mit diesem Ding. Wir gehen jetzt da. Komm, Mizi, ab in die Röhre. Jo. Alles gut, ist nur etwas laut. Nicht wundern, es ist nur etwas laut. Oh, warte mal. Warte mal, ich mach mal hier ein Müh. So vielleicht? Ist es so gut mit dem... Ist dann die Musik noch? Ah, das ist so... So ein Gefusel. Röntgenbilder. Ach, das kostet auch noch. Ja gut, geh ins Geld. Was wollte ich sagen? Wie ist es denn vom Ton her? Ist es zu laut? Gut, dieses Gedödel da ist gut, so finde ich, okay. Gut. So, eisiges Fell hat sie. Willst du mich verarschen? Das ist mein Tisch. Oh, ich glaube, ich gehe wieder in das hintere. So, und jetzt noch Röntgenbilder für Gefäßscan. Oh, oh. Stopp. Nick kann jetzt das Gastropräparat an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Ja, damit kann man tatsächlich Tiere dazu bringen, einen Haufen zu machen. Mal was anderes. Zudem hat er ein niedliches Wandtattoo freigeschaltet. Was, ich kann jetzt ein Mittel fürs Scheißen? Na gut. Operation? Nee. Hier, Untersuchung von Ginger beginnen. Was mit meinem Hund? Ach, wo schläft denn der? Da schau. Mir gefällt das. Geil. Mein Hund ist halt super, ne? Was ist mit dir? Spielst du alleine mit dem Ball oder was? Was ist eigentlich mit dem... Oh. Wo? Och, Ginger, komm schon. Schick dich doch ein bisschen. Ich muss mich mal meinem Verwalten. Verdatten.
Verdetten hätten. Schau mal, es wird langsam. Der Punker bewirbt sich als Arzt oder was? Wieso? Oh Mann, ihr habt doch gar keine Referenzen. So, jetzt. Ja, ich muss pinkeln, ich weiß. So. Schau mal, was hier ist. Hier werden die abgefertigt. Minus 25 Dollar. Ach, wegen der Spritze jetzt. Schau, guck. Oh, jetzt ist sie wieder schön. Ah, so, jetzt geht er lullen. Aber das Blöde ist, wenn ich diese Chirurgiestation nehme, es kostet mich halt. Geht schneller, aber kostet. Ja, komm, begrüß mal den anderen Hundi. Oh, schau mal. Oh, ja. Der stellt sich vor. Oh, ich bin erstmal kacken, ne? Geiler Link, hoffentlich klappt es. What? Was für ein Link? Meinst du den Hauptdarsteller von Zelda? Den Herrn Link? Schau mal. Das ist Rudolph the Red-Nose Dalmatiner. Dakota. Hat sich vorher noch nie so benommen. Ich hatte gehofft, das würde sich widerlegen, aber es ist schlimmer geworden. Oh, ja, logisch, mache ich. Mache ich, kleiner Pablo Escobar. Ach so, das ist natürlich blöd, dass ich immer automatisch dahin gehe, ne? Naja, egal. Ach so, MMOGA. Oh ja, da kann man shoppen. Kriege ich ein bisschen was davon. Also, falls du dir was kaufst, jetzt schon mal vielen Dank. Untersuchen. Es gibt sogar von Moga, wenn sich da jemand was kauft, gibt es zwar so einen Alert, der ist aber total blöd, deswegen habe ich den nicht eingestellt. Was? Nein, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, geh weg. Ich habe Steam auf Deutsch eingestellt, befinde mich aber nicht in Deutschland. Ist es dann Österreich oder Schweiz? Die gute Schweiz? Oh, den Hund untersuchen. Jetzt abgelenkt. Kann ich Wolfenstein Probleme spielen oder meckert er dann? Wer, der Herr Steam? Puh, du fragst Sachen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade. Also normalerweise dürfte er nicht meckern. Glaube ich. Aber ich weiß es, ich kann es nicht zu 100% sagen, wie das ist, wenn du im Ausland sitzt und so. Aber normalerweise dürfte es kein Problem sein. Also ich wüsste nicht, warum. So, guck mal, den habe ich schnell abgefertigt. Ich befinde mich derzeit in Schweden. Oh, schön. Würde die internationale Version über deinen Link kaufen wollen? Naja, normalerweise ist es kein, weil die Versionen sind ja heutzutage sowieso. Die Versionen sind ja heutzutage sowieso international. Beziehungsweise, wenn du Europa bist, bist du Europa, weißt? Sind doch normalerweise sowieso Europa. Und dann kannst du normalerweise auf Steam auch die europäische Version einstellen. Oh, siehst du schon, Moment. Ich muss hier einstellen. Keine neuen Gäste mehr. Der hat Hunger. Aber hä? Was ist denn das mit dem... Moment mal. Da. Hä, da steht doch was. Da kann er sich doch bedienen. Das habe ich doch extra dahingestellt. Moment. Vielleicht muss ich das mal umstellen. Vielleicht kapieren das die Hunde nicht. So. Steam schickt ja nun den Code zu, um dich zu identifizieren. Zocken kannst du ganz normal. Der Shop sagt, dass sich dieses Spiel nicht in Deutschland aktivieren lässt. Ach so. Ja, wenn du von Wolfenstein natürlich nicht die zensierte Version hast, dann
würde das in Deutschland natürlich nicht gehen, aber in international 19 Euro, deutsche Version 5. Ja, wahrscheinlich ist die internationale teurer, weil, weißt du, was da drin ist, ne? Aber in Schweden, ich weiß nicht, wie sind denn die Schweden drauf? Denen ist das egal, oder? Bei denen kann man alles spielen. Weil die deutsche ist halt, wie gesagt, die zensierte. Lizenziert die. Ich probiere es einfach, die Schweden sind lässig. Die Schweden, was machst du denn in Schweden? Ach, das ist die von vorher. Nee. Hey, ich habe doch gesagt, keine neuen Gäste. Ach, die war vielleicht schon im Anmarsch und deswegen zählt's noch. Ja gut, die behandeln wir noch, komm. Die hat auch einen Hund, die. Ab 18 Spiele gibt's ab 17 ohne Stress. Jo. Na gut. Das Problem hätte ich jetzt nicht. Ich bin ja schon 19. Toki. Oh, ein Husky. Ich bin ja schon 19. Michael Brandenburg. Oh. Was jetzt? Oh, Gottes Willen. Der war vorher schon so, ne? Freundlich. Kennenlernen. Was? Wo geht denn das? Scheiße. Fuck the cow. Aktionen. Aktionen. Nein. Überprüfen. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass die jetzt langsam. Scheiße. Scheiße. Jetzt kommt ein Stress. So, meine Lieben, ich bin mich hinlegen, bin total müde und ausgelaugt. Ja, Black Moon, mein Lieber, dann schlaf gut. Untersuchung. Dann schlafen Sie gut. Hoffe, du bist morgen wieder da. Nee. Also Samstag streame ich ja generell eher selten. Und morgen muss ich den ganzen Tag schneiden. Aber Sonntag bin ich wieder da. Sonntag bin ich da. Sonntag bin ich da. Sonntagmittag, alles easy. Bin ich am Stissel. Yeah, dann bis Sonntag. Yo, mach's gut, bis dahin. Schon mal schön ins Wochenende, bis dann. Müssen wir mal gucken. Ach, jetzt müssen wir den beruhigen. Müssen wir mal gucken, was wir am Sonntag. Was wir am Sonntag spielen. Ob wir da wieder Simpson. Oder ob wir Vampyr. Vampyr würde ich eigentlich auch gerne weiterspielen. Ja, bitte. Ja, bitte zu was? Jetzt habe ich zu viel genannt auf einmal, ne? Also Sims, Vampyr. Vampyr. Ja, Vampyr. Ja, Vampyr. 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 Muss ich unbedingt noch schneiden, verdammt. Mein fucking Gott, ich bleibe bei dir. Ja, jetzt pass mal ab. Jetzt sag ich dir was, Lurch. Jetzt sag ich dir was. Gibst du mal auf YouTube, gibst jetzt mal Pumpkinig ein. Und dann guckst du mal. Gibst du mal ein. Gibst du mal schön ein. Schön hier, weißt du. YouTube, Pumpkinig, gibst du mal ein. Kannst du mal gucken. Was da alles gibt, da gibt's einiges. A frosh. Peng. Ach, bin ich froh. So. Wo ist die? Wo ist die andere? Ist sie? Nee, achso, die ist im Bad. Wir können hier eigentlich noch, wir wollten das ja abtrennen. Und hier noch ein Angestelltenzimmer machen. Follow, geil, danke. Da ist er. Luch, gut durch, danke für den Follow. Moment, was ist das? Besitzer Rechnung geben. Ja, gib mir mal die Rechnung. Gib mir mal die Rechnung. So, den wollen wir ja jetzt loben. Und... Oh ja, wir können den jetzt schon mal zu Level 2 machen. Komm, wir befördern dich jetzt. Du bist
Machst du schon ganz gut. Ja, jetzt sei nicht so aggro, komm. Wo lauft ihr hin? Hallo? Dass die andere ja mitbekommt, dass er befördert wird. Wäre der Graveyard Keeper was für dich? Dass du ein toller Boss bist. Ich hab's doch gewusst, ich bin ein toller Boss. Und die wollen wir auch mal schnell loben. Graveyard Keeper, ja. Also generell schon, finde ich ganz nett. Es ist ja zwar noch in der Alpha, deswegen jetzt würde ich es noch nicht spielen wollen. Aber so, weil das ist Stardew Valley-Style. Und Stardew Valley ist halt auch arschgeil, deswegen. Wäre das schon was für mich? Also ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. So, machen wir die Schulung. Und du machst auch mal nochmal eine Schulung. Ob ihr Bock habt oder nicht. Oh, schau mal. You fein. Oh. Gleich mal sich aufstoßen, ne? Sich aufstoßen. Freeze Energy. Gut, ne? Da trinkt er nichts schönen Energy. Ist er sowieso so aufgedreht. Und dann trinkt er noch ein Energy. Jetzt baller ich mir nachher noch einen Kaffee rein, nachdem ich heute schon 4 Stück getrunken habe. Dann geht's hier so richtig ab. So. Zu der Laden. Wir haben heute 3315 verdient. Nice. So, Hund. Wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause, Hund. Da. Muss mal kurz meinen Lücken ins Bett prügeln. Boah. Jo, bis gleich. Sei nicht so grob. Schläft er doch nicht, wenn du ihn verprügelst. So, schlaf jetzt. Patsch. Aber ich wollte sowieso mal ganz kurz Pause machen. Ganz kurz Pause. Och, Rechnungen. 4-3, what? 4-3. Das ist stramm. Rechnung bezahlen, bitte. Ah, der Hund ist jetzt fleißig. Gut. Speichern. So, Achtung. Money. Wo ist der Mega-Verkauf? Nee. Pilze. Alles verkaufen. Wie alles verkaufen? Ist da nur Pilze, oder wie? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß nicht. Aber 24 für alle Pilze wäre aber ganz schön. Hey, da stand 24, das ist ein Bug. Hör auf damit. Wo ist die Sims-Musik? Die ist doch da, Mann. Steven. Die ist doch da, Mann. Wo ist die Frau? Welche Frau? Hier bitte. Hast du letztens nicht geguckt, Steven? Die Originalmusik. Ach, die Originalmusik. Die Originalmusik ist doch kacke. Die Frau. Die hätte man letztes Mal sehen müssen. Ey, die hat meinen Hund beschimpft. Dann habe ich sie beschimpft. Mal kurz davor, ihr eine zu klatschen. Und. Was ist das hier? Glockenblumen und Kartoffeln. Ja, nee, endlich mal. Und habe ich sie natürlich, habe ich mich getrennt, habe ich sie rausgeschmissen. Hab ich gesagt, so geht es aber nicht. Glockenblumen ernten, ja. Da bin ich wieder. Ach, das ging aber schnell. Hast du den Lütten ins Bett geschmissen? Sagt so, schlaf. Jetzt schlafen sofort. Mega Verkauf. Nee, hier. Salbei. Macht er jetzt nur das? Das ist aber unpraktisch. Das finde ich unpraktisch. Ich möchte gern, dass ich sagen kann, ich würde gern Salbei von der ganzen Art alles verkaufen. Müllfrucht, geil. Was haben wir hier? Ratzenkatzenminze brauchen wir auch nicht. Mit Investitionen. Oh, das ist nett. Wir müssen wieder investieren. Löwenmäulchen. Warte mal. Löwenmäulchen ernten? Ne, der guckt gerade vor it. Schon. Schon das Schaf.
Spricht man jetzt so? Forrid? Forrid? Ich kann dieses. Oder Förrid. Ich kann kein Schwedisch. Forrid. Aha, schau her. Das Einzige, was ich auf Schwedisch kann, ist Mi Fiska Vaka Flika. Das Einzige, was ich auf Schwedisch kann. So, Löwemolja. Löwemolja. Bedasui. Weg damit. Mega verkauft. Ne, die Drossen möchte ich nicht verkaufen. Ne, warte mal. Wir machen es anders. Wir ernten jetzt ein paar Sachen, weil ich möchte daraus Blumengestecke machen. Und dann ernten wir. Also machen wir. Was ist das hier eigentlich? Ach, Kuschelkatzen. Das brauchen wir noch. Und dann machen wir hier einen Mega-Verkauf. Dann ist das cool. Ja, da lacht er. Ja. Ich kenne halt die wichtigen Sätze auf Schwedisch. Auf Schwedisch. Ne? Mega-Verkauf, geil. Damit kommt man komplett in Schweden durch. Das würde ich zu jedem sagen. Und Jaketa Nick, das könnte ich auch noch. Aber dann wird schon eng. Geil, jetzt habe ich die Müllpflanze gepimpt. Oh, Spaß. Ich brauche Spaß, ich will gerne mit meinem Hund spielen. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Stopp. Hund, stopp, stopp, stopp. Stopp. Oh ja, komm. Oh ja, das machen wir. Warte. Warte, 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 warte. Hier. Machen wir doch glatt. Oh, schau mal, da gibt's auch Spaß. Cool. Ist einfach Win-Win-Situation. Aber ich muss mich noch drum kümmern mit dem Zaun, weil sobald ich hier zumache, dann könnte ich nicht mehr durchs Gartentor. Warum auch immer. Ist halt auch total... Total döfli. Ist Dreieck eigentlich noch da? Weil wenn ich jetzt sag, dass ich eventuell Sonntag dann vielleicht... Nee, sag ich lieber nicht. Immer wenn ich ankündige, ich könnte mal wieder Euro Truck Simulator spielen, dann mache ich es immer nicht. Dann kriege ich geschimpft vom Dreieck. Lacht er mich immer aus. Deswegen sehe ich lieber nichts. Obwohl ich schon mal wieder Bock hätte, ne? So, geht ein bisschen schneller. Oh, halt, Moment. Achso, nee, das sind ja nur Pflänzlis. Lurch. Frage, ich habe eine Frage. Wie hast du mich denn gefunden auf Twitch? Nur so eine kleine Umfrage. Wie bist denn zufällig zu mir gekommen? Wie kommt das? Wie konnte das passieren? Ach, wir wollten noch in der Praxis das abtrennen. Achso. Ja, machen wir nächstes Mal, ne? Ich habe nach Sims 4 gesucht. Ah, okay. Okay, klingt logisch. Klingt logisch, ja. Und einfach mal random einen deutschen Streamer rausgepickt. Oh, ja, schau mal, da habe ich sogar Glück gehabt, ne? Weil ich glaube, ich weiß es zwar nicht. Erdbeeren. Haben wir Erdbeeren? Ja, haben wir. Ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, Sims 4 spielen aktuell schon. Was? Liegt da ein Tablet? Da liegt ein Tablet! Wo kriegt man denn ein Tablet her, bitte? Wieso liegt da ein Tablet? Kann ich das nicht mitnehmen hier? Dieses Objekt gehört Nick nicht. Ach komm schon, das liegt aber da. Woher kriegt man denn ein Tablet? Ich möchte auch ein Tablet, Mann. Da kann man Gaming-Livestreams schauen. Wie geil ist das denn? Kann ich mich selber gucken? Du hattest zu wenig Zuschauer, da dachte ich, den nehme ich. Was, echt? Das ist aber nett. Es kommt nicht so häufig vor, muss man sagen. Weil es ist ja meistens so, wenn man jetzt so ein bisschen durchklickt und jemand hat so 2-3 Zuschauer, dann ist so die Regel eher, dass die Leute nicht draufklicken. Wenn du jetzt aber so, ja, ab zweistellig eigentlich,
hast, finde ich, dann kommt es schon öfter vor. Dann sagen die Leute, guck ich doch mal rein. Aber bei wenig Zuschauer ist eher nicht so. Nicht so. Nicht so. Nein, nein, nicht so. Aber was für ein Unterschied, ne? Wo ich noch GTA gespielt habe, da waren es noch mehr. Verständlicherweise, weil GTA ist ja beliebt. Da kam dann auch mal der Host mit über 100 Leuten. Das war lustig. Zu der Zeit, wo wir noch GTA gespielt haben, da habe ich ja teilweise vor dem Stream irgendwie 1-2 Stunden nur gelabert. GTA geht mir am Popo vorbei. Das ist gut. Das ist gut. Es gibt genügend Leute, die GTA schauen. Muss nicht jeder GTA schauen. Ich schaue es auch nicht mehr. Vielleicht auch verständlich, weil ich es selber gespielt habe, deswegen. Muss nicht. Muss nicht. Oh, da muss jemand. Kacken. Die gehen aber lang, das. Ich habe doch nur hier. Wieso unwohl? Ja, was kann ich denn dafür, wenn es hier draußen dreckig ist? Also, sag mal, die sind aber fleißig, ne? Aber komm, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Na. Na, hör doch. Manchmal also. Oh, schau. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er zum Schluss vom Spaziergang. Achso. Ja, ich möchte da schon hin. Weil dieses Garten-Homeoffice, das war ja letztens voll für den Arsch. Wie viel habe ich da verdient? $14? Oh, guck, schau, gib dir das mal. What the fuck? Ehrlich? Wie lange macht er das? Oh, ich muss es gleich beobachten. Sag bloß, wenn... Nice! Nice! Wie geil ist das denn? Der macht es selbstständig. Das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, das braucht's nicht. Also, ich hätte gedacht... Oh, da könnte ich Sechser-Dinger machen. Egal, wir haben doch genug Kohle. Gilt es so auch noch? Ja, nice. Ja, nice. Oh, wie geil ist das denn, bitteschön? Oh, das ist ja fantastisch. Das ist ja der Hammer. Wieso? Ah. Das macht selbstständig. Kinder. Boah. Und ich habe noch geflucht und dachte mir, boah, warum kann ich das nicht einstellen, dass der selbstständig gießt? Und dann macht er das einfach. Oh, das ist echt super. Ach, ist das super. Das ist ja richtig geil. Ich hoffe nur, dass es jetzt für die Äußeren auch noch gilt. Wenn ich halt so mache. Ach, da geht nicht. Ach, da geht wieder nicht. Oh Mann, oh. Ich möchte ihn aber da reinquetschen. Gut, da muss halt die Gärtnerin machen. Wurst. Was flippt denn mein Hund so aus? Was hat denn der? Das ist ja cool. So, was wollte ich jetzt tun? Ich bin verwirrt vor lauter... Kann ich jetzt wieder Mega-Verkauf machen? Ding, 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 ding. So. Yes. Hier auch ein Mega-Verkauf. Dass man da was geht mit der Money. Halt muss ich... Oh, ich muss gleich in die Arbeit. Ich bin verheiratet. Benesch.
Spinne. Ui! Hihi. Das ist ja geil. Der Samenspender. Nee, wie heißt er? Samenverteiler oder so. Samenspender. Ich bin doch ein Depp. Oh du, schau. Da ist die Gärtnerin. Ah, die macht jetzt, schau mal, die macht jetzt hier Jeterino. Oh, schau mal da. Pablo hat $46 verlangt fürs Putzen. Hatten wir da überhaupt eine Tagesaufgabe? Ich habe gar nicht geguckt, ne? Energiegeladen. Mist. Ah, mit dem Hund? War das mit dem Hund spielen, dass ich energiegeladen bin? Oder was war das? Es war irgendwas mit dem Hund, konnte ich machen, dann bin ich auch energiegeladen. Schweiß es nimmer. Kinder, ich schweiß es nimmer. Was macht mein Hund? Ah, der spielt. Geil. Also, was ist da los? Früher ging es schneller, ne? Rätselhaftes Wetter. Kalt, windig. 181. Ach, das ist toll. Oh, okay. Das ist wirklich rätselhaft. Oh, was ist mit... Nein, ist der krank? Oh, shit. Ich muss... Stopp. Nein, ich möchte nicht. Ich muss mich... Achso, jetzt schläft oder was? 161. Gewitter. Okay, den weckt man jetzt nicht. Boah, Gewitter. Nice. Ich auch noch nicht. Bisschen laut. Muss ich irgendwas tun? Oh, machen wir das. Was brauchen wir denn eigentlich für unser... Wann müssen wir wieder in die Arbeit? Achso, morgen wieder. Okay. Wisst ihr, was ich wieder vergessen habe? Die Klinik aufzumachen. Verdammt, ich bin so blöd. Schaut, dass man das nicht einstellen kann, so eine Schicht von 9 bis 18 oder so. Hier, was die mal die Hände machen. Zähne geputzt. Ich glaube, der hat sich noch nie die Zähne geputzt. So, die Ferkel. Ring, ding, 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 ring. Ich koche meinem Hund jetzt was. So schaut es nämlich aus. Der braucht jetzt was Gescheites. Hausmannsfutterrezept. Der braucht jetzt Fischkuchen mit Rindfleisch und Hühnchen. So nämlich. Oh, der ist, ich glaube, der ist krank. Ich muss gleich mal gucken, was mit dem los ist. Loben. Was ist denn? Irgendwas ist mit dem. Wieso ist der orange? Das heißt doch eigentlich, dass er krank ist, oder nicht? Ich weiß gerade nicht. So, schau mal, da gibt's lecker. So, Hund. Jo, ist doch gleich los, gell? Aber hier ist nicht nix mit, was ist los? Wieso ist der orange? Meinst du, der hat Angst vor dem Gewitter? Morrowind's Skyrim-Mucke. Oh, yes. Weißt du, ne? Hast du bestimmt auch gehört. Elder Scrolls 6 angekündigt. Vermutlich kommt erst... Was? 2022? Aber ist angekündigt. Geil. Geil. Schau mal, was mit dem Hund los ist. Oh, der, schau mal, der ist minus. Warum? Schmeckt ihm das nicht? Was ist ausgezeichnet? Ja, oh ja, ja, komm, warte. Ich spiele doch mit dir. Wie geht denn das? Spielen, mehr Auswahl. Hier, spielen. Hab den Livestream bei Gronkh geguckt. Also, wie, welchen? Welchen denn? Was passiert jetzt?
kann ich nicht. Ich bin Videospiel. Man soll ja keinen anderen Streamer im Stream erwähnen. Bei mir kann sie ruhig einen Gronkh erwähnen. Ach so, den. Ah, ja, ja, ja. Den habe ich auch geguckt beim Gronkh komplett. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Tobi nicht dabei war, aber. Ich glaube das gerade nicht. Hier. Den Gronkh kann man bei mir ruhig erwähnen, aus dem kennt jeder. Also ich habe da kein Problem damit, wenn man bei mir andere Streamer erwähnt. Funk war dabei, das war gut genug. Ja, Funk ist sowieso der Hammer. Der läuft bei mir jede Nacht zum Einschlafen. Bei Funk kann ich so gut schlafen. Außer er spielt Dark Souls, dann schreit er zu viel. Dann mache ich immer auf. Ja komm, ich spiel mit dir Ball holen, Mann. Komm doch jetzt. Ich will doch, ich will doch. Aber der ist zu blöd, der macht irgendwie nicht. Räumt der jetzt auf? Nee. Ah, jetzt. Nee, was ich sagen wollte. Bei mir kann man ruhig andere Streamer im Stream bei mir erwähnen. Es ist nur blöd, wenn jemand reinkommt und sagt, wenn jemand sagt, komm mal hier, gerade streamt der und der. Popelnase, komm mal rüber. Das ist dumm, das macht man nicht. Aber wenn man halt sagt, ja, hier, Funk, Gronkh oder der, dann ist das ja gar kein Ding. Spiel halt jetzt. Maluka? Maluka! Du hast wirklich Geschmack? Ja, natürlich. Also wie gesagt, Gronkh, Funk, Tobinator. Ja, die schaue ich alle. Sergeant Rumpel noch sehr gerne. Ding, Raubling. Dizzy, obwohl Dizzy zur Zeit nicht so viel. Ja, Curry auch. Curry natürlich auch, der gehört da dazu. Obwohl im Curry schaue ich jetzt nicht so oft, weil da fehlt mir dann doch die Zeit. Aber Curry natürlich auch. Stay habe ich eine Zeit lang geguckt, aber spielt ja auch nur noch GTA, deswegen momentan nicht. Obwohl, gell, beim Stay muss man sagen, der ist halt privat auch ganz anders, ne? Wo ich GTA gespielt habe, ich habe ja auf dem gleichen Server gespielt und da war es wegen Richter und so und dann haben wir gesprochen. Da ist er ganz anders. Da ist der zuckersüß, ne? Im Stream haut er einen raus und im Stream, im Privat ist er wirklich sehr nett. Im HWSQ ganz okay, aber im ganzen Stream von ihm, nee, von Curry, der ist halt, der Curry ist halt, der gibt halt Gas, ne? Das muss man mögen. Der gibt halt voll Gas. Und ich schaue zur Zeit, das ist aber eher, eher, naja, jetzt nicht unbedingt untypisch, aber von der Reihe von Gronkh, Tobi, Funk und Sergeant Rumpel in der Reihe eher ungewöhnlich. The Real Knossi, falls den jemand kennt. Das ist einer, der spielt immer so Poker und Blackjack und so. Der gibt auch Gas. Der gibt auch Gas. Den kann man sich auch mal gut geben. Aber da muss man in Stimmung sein. Aber ist auch ein cooler Typ. Was schaue ich noch so? Kamlan, also der Hearthstone-Streamer, den gucke ich ganz gern. Mal so zwischendurch. Wen gucke ich noch? Wen gucke ich denn noch? Weiß gerade nicht, wen ich noch in meiner Liste habe. Aber jetzt haben wir mal genügend gespielt, oder nicht? Praxis können wir mal wieder zumachen. 2048 verdient. Cool. Hier können wir pimpen. Oh, Mega-Verkauf schon wieder. Willst du mich verarschen? Das geht ja schnell. Ding, ding, ding. Was ist das hier? Hä? Ah, das ist doch kacke. Ich habe jemanden in meiner Twitch-Freundesliste, der hat sich umbenannt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wer das ist. Scheiße.
Oh, die sind aufgebracht. Oh, Honigmenge ist voll. Moment, Honig verkaufen. Milbenmittel, jetzt verkaufe ich erst den Honig. Jetzt verkaufe ich erst den Honig. Den Honig. Ja, die sind natürlich ein bisschen aufgebracht, ne? Hol den Honig, hol den Honig. Komm, hol den Honig. Hab ich den schon geholt? Ah ja, hab ich schon. Milbenmittel brauchen wir. Brauchen wir Milbenmittel. Und wir gehen, pass mal auf, ich sag euch jetzt was. Wir gehen. Och, ich muss so viel arbeiten. Scheiße, dann gehen wir erst am Freitag wieder in die Praxis, ne? Sollen wir mal... Nein, wir haben zu viel zu tun. Wir müssen mal... Nee, ich wollte doch... Wollte ich nicht hier unten noch was bauen? Scheiße, ich vergesse immer alles. Hm. Stören, ja ganz genau. Genau, und meine... Och, guck mal. Schau mal den an. Gib dir den mal. Oh, Gottes Willen. Ach, der macht mich traurig. Kann ich noch irgendwo Mega-Verkauf? Da, Mega-Verkauf. Und hier. Mega-Verkauf. Na, lauf! Nee, der kam jetzt ab, der wurde schon oft gestochen. Oh, guck. Oh. Schau mal, die Geldfrüchte. Boah. Schau mal, die bringen mir 8000. Nice. Boah, ist das krass. Ist das krass. Nice. Geldbaum rockt. Ich habe zwar keine Ahnung, wozu ich die ganze Kohle brauche, aber Kohle ist geil. Money. Hat er schon. Achso, hat er schon. Jetzt pass auf. Ich habe doch gerade verkauft. Okay. Kaufe ich nochmal? Aber hat er noch nicht anscheinend, ne? Ah, jetzt hat er. Kann ich da nochmal düngen? Nee. Düngen. So. Wir düngen jetzt wieder fleißig. Weil. Ne? Dem. Wie, ich habe keine Ahnung, was jetzt schon wieder ist. Bäder Sui. Oh, der muss lullen, der Hund. Soll er halt lullen, ne? Ja, mach doch. Hat er schon. Na, sag ich doch, guter Hund. Weiterentwickeln. Und dann düngen wir die Reihe auch mal. Zacki, geht nicht. Zacki, geht nicht. Zacki, geht nicht. Zacki, geht nicht. Aber hier können wir weiterentwickeln. Hier geht. Und hier geht auch. Oh, Dragonborn. Geiles Lied. Geiles Lied. Boah, mir ist immer noch so warm, ne? Ich wollte ich nicht irgendwas an meinem Haus machen? Hier, guck, hier haben wir auch noch so schön Platz. Hier ist ja unser Kino, ne? Das finde ich super, das haben wir echt schön gemacht. Das Kino. Aber sonst? Ich weiß halt nicht, was ich da noch reinbaue. Soll ich mal auf mein Haus ein Dach draufsetzen? Ich wollte eigentlich noch ein Stockwerk draufsetzen, aber Schlafzimmer ist hier. Zweiter, also erster Stock. Da haben wir hier auch unsere Hundegalerie. Und die geile Panda-Lampe. Das Schlafzimmer, hier haben wir so ein nobleres Bad. Hier haben wir unser Schreinerzimmer sozusagen. Hier offener Fitnessraum. Natürlich hier mit Freihandelbereich. Und hier schöner Ausblick. Aber sonst, da haben wir hier noch ein Zimmer frei. Und eigentlich wollte ich noch ein Stockwerk drauf machen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich in die ganzen Räume reinmachen soll. Das Wohnzimmer muss ich auch mal umgestalten. Büro finde ich in Ordnung. Aber das Wohnzimmer gefällt mir nicht. Aber ich drücke mich immer, umzubauen und umzugestalten. Da drücke ich mich immer davor. Jedes Mal. Oh, schau, das schlägt.
Schaff dir eine Frau an. Nee. Weißt du warum? Ich hatte schon zwei. Die erste, mit der habe ich Schluss gemacht, weil ich weiß gar nicht mehr. Die war auch irgendwie doof. Ja, stimmt, die konnte über meine Fürze nicht lachen. Da habe ich gedacht, nee, so nicht. Und die zweite, wie gesagt, die hat meinen Hund beschimpft. Erstens hat die mich beklaut. Im Spiel, ja, ich weiß, im Spiel. Ich weiß, im Spiel. In Wirklichkeit bin ich verheiratet. Alles gut. Aber im Spiel, dann lieber nicht. Und die zweite im Spiel. Oh, warte mal. Ich muss wieder von vorn, weil die habe ich nicht geprüft, die Lieder. Und die zweite, die hat mich erstens beklaut und meinen Hund beschimpft. Und das geht halt gar nicht. Und deswegen, boah, nee. 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 Und einziehen will ich auch keine lassen, weil dann muss ich eventuell mit der spielen. Und wenn ich nicht mit der spiele, dann macht die irgendeinen Quatsch. Und oh. Deswegen will ich da lieber alleine wohnen.